Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Train Fever hier auf dem Jägerhof. Ja, haben ja in der letzten Folge hier die Infrastruktur gebaut und die Strecke oben in die nächste Stadt komplettiert. Wir müssen noch den Zug auf die Strecke schicken, das machen wir jetzt als erstes. Das heißt, wir nehmen wieder unsere neue Lok, beziehungsweise so neu ist sie schon gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Und weisen sie der Linie, moch, nach Sendenhorst, da ist sie. Haltestelle konnte nicht gefunden werden. Ja, klar. Nee, nicht klar. Wieso konntest du die denn nicht finden? Warum? Muss ich hier noch ein Signal setzen oder was? Hä? Wartet mal kurz. Jetzt geht's. Ja, lassen wir jetzt auf die Strecke fahren. Okay. Bin ich etwas überfragt, aber okay. Kommt zwar jetzt kein Plan, wieso, aber... seltsam. Naja. Aber wir fahren jetzt. Hoffe ich, das bleibt doch so. So. Ja, wie gesagt, also allzu viel haben wir gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Zuckerzuckel, 5, 6, 7. 7 Städte noch. Dann hätten wir das schon erreicht. Dann kommt halt noch die großen Strecken, die dann auftauchen. Die wir machen müssen, die ganz großen Linien. Und ja, wie genau ich das mache, weiß ich noch gar nicht. Also ich habe mir entweder die Überlegung gemacht, dass ich wieder alle anderen Züge in die Depots erstmal in die Depots schicke. Und dann irgendwie 5, 6 Züge halt auf diese großen Linien schicke, weil die müssen wir auch alle wenigstens ein bisschen eintakten. Also irgendwie, weiß ich nicht, dass wenn ich ihn losschicke, muss die Vorlog irgendwie schon nicht eine Stadt, sondern zwei Städte weiter sein, dass man da irgendwie einen gewissen Abstand reinkriegt. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Dann müssen wir mal gucken, ist auch genauso, wir müssen auch immer noch die ganzen Strecken upgraden. Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Das ist zum Glück nicht ganz so schwer wie die Oberleitungen zu legen, denn die Oberleitungen sind echt lästig. Apropos, könnten wir hier wieder nach unserer Cargo gucken. Oh, läuft. Schön. Nicht alles. Wohne hier hinten zu wenig ab. Nichts wartend. Ja, coole Sache. Läuft. Die im Übrigen auch noch. Ich meine, die produzieren zwar nichts, aber es geht immer schon mal wenigstens was hier hin. Schön, schön. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir in Sendenhorst eben noch die Infrastruktur fertig. Und weil die nächste Strecke wird etwas länger. Wie wir sehen, wir müssen hier wieder komplett durch den Berg. Dann muss ich mir auch noch was überlegen, wie wir das machen. Soll ja immer auch noch ein bisschen optisch ansprechender aussehen. So, hier basteln wir aber Trams hin. Die Stadt ist doch etwas größer. Beziehungsweise auch der Weg ist etwas länger. Gucken wir mal. Fahren wir hier runter. Ne? Hier entlang.
Ja, ich würde hier gerne etwas mehr mitnehmen. So, mal gucken, wie wir das machen. Also, Haltestellen. Die erste können wir mal direkt hier hin pflanzen. Dann dahin. Hier rum. Genau. Hier entlang. Hier rum. Dann fährst du hierher. Tja, biegen wir jetzt erst nach rechts und ziehen dann von hier oben wieder hoch. Ja, ich denke schon. Hier stellen wir schon mal was hin. Da kann was hin. Hier. Hier hin. Da hin. Hier oben hin. Hier hin. Und dann fährst du hier wieder hoch. Ja, das ist in Ordnung. Können wir schon mal das Depot irgendwo hinpflanzen? Irgendwo Platz? Ja, hier oben. Oh yeah! Oh yeah! Au! Eine neue Lok! Neue Linie. Entlang, hier rum und ich lasse ihn aber trotzdem nochmal hier halten. An den beiden. Das kann er dann nämlich direkt mitnehmen. Nochmal. Tram. Ach genau. Senden. Horst 1. Noch eine Linie erstellen. Die fängt dann da an. Ach nee, Moment. Doch. Da und geht dann hier rum. Fährt das Ganze hier zurück. So, so und dann hier runter. Fährst du hierher und nimmst dann natürlich auch wieder diese beiden hier mit. Perfekt. Tram senden. Horst 2. Depot, Depot, Depot. Ja. Ich werde jetzt hier 5 auf die Strecke schicken. Mal gucken. Tram Sendenhorst. 1, 2, 3, 4, 5. Tram Sendenhorst 2. Alles klar. Passt. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier so langsam an den Ausbau. Denke mal, ich werde das nicht alles in eine Folge kriegen. Müssen wir mal gucken. Ich würde hier ganz gerne irgendwie mit Bögen arbeiten. Geschwindigkeit ist dann zwar nicht so hoch, aber ich möchte so ein bisschen die Gegebenheiten hier mit benutzen. Hoppala. So. Kriegen wir da eine Brücke drüber? Ja, klasse. Mal so ein bisschen, ich möchte sie gar nicht irgendwie so unbedingt. Genau, also ich möchte sie sehr gerade lassen. So einen kleinen Bogen, das ist auch in Ordnung. Mal wieder anpassen lassen hier. Tunnel ist ein bisschen öde.
Ja, das sieht gut aus. Bis hier. Huch. Das wollte ich doch gar nicht. Tja, wer hätte es gedacht, die erste Strecke kriegen wir sogar noch in der Folge hin. Ich hoffe nur, dass das mit den Höhen hier gleich klappt. Also ich würde den Bahnhof gerne hier hinpflanzen. Der prügelt da doch schon eine ganze Menge weg. Vermute mal, der wird als Tunnel da ankommen. Jetzt muss ich mal gucken, welche Strecke das war. Die rechts liegende. Gucken wir mal ganz stupide, ob wir es direkt angeschlossen kriegen. Steigung zu groß. Schade. Tja, sollen wir mal hier rauskommen und dann wollen wir mal so einen Bogen hier fahren. Schwierig wird es halt, weil wir das halt ganz halt hinterher auch noch den anderen machen müssen. Und ich will es halt nicht, dass es zu übertrieben aussieht. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Diese Brücken sind einfach brutal hässlich dafür. Ja, müssen wir. Geht nicht anders. Bin auch noch doof hier angekommen, wenn ich ehrlich bin. Den muss ich nochmal machen. Tja. Alleine dieses ganze Gezwirbel hier dauert schon ewig. So. Oh, perfekt. Stopp. Nehme ich. Ja. Ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, die Strecke, aber scheint zu passen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die anderen Strecken hier auch passen. So, ja, bis hierhin werden wir das jetzt bauen. Somit sind wir nämlich wieder am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und dann wollen wir das Pferdchen hier mal geschaukelt kriegen. Bis zum nächsten Mal.